Ich habe ganz vergessen, dass dieses Item existiert. Aber es war ein gutes Trinket. Das war ein Damage-Up, ne? Ja, die Quote war ja komplett... komplett busted. Ja, die ist verkackt. Das Gestammel gerade gibt mir pack doch mal ein Eis drauf, Vibes. Ich weiß nicht, was du meinst. Hol mich ab. Noch 8 Secrets. Okay, wo gibt es noch easy 2 zu holen oder so? Mit einem Run oder mehr als 2 mit einem Run. Als ob du die Resin-Szene vergessen hast. Ach, du meinst... Nee. Ich habe gerade bei Eis und Rosinen denke ich an den Süßen. An den, diesen Opi, der das so süß gesagt hat. Irgendwas mit Eis. Meinst du den? Schwach, einfach schwach. Scheiße, ich bin schwach. Also wir hätten hier mit Poop noch The Lamp frei und einiges mehr. Aber der Poop ist halt immer echt poopig, ne? Simsalabim haben wir hier noch. The Lamp. Und vielleicht noch was anderes. Lazarus. Bethany. Mit Bethany. Leute. Hätten wir sogar 2 easy. Da können wir Satan und The Lamp holen. Beim nächsten Mal, als ich das probiert habe, habe ich, glaube ich, mit Bethany ziemlich aufs Maul bekommen. Dann ab nach unten mit ihr! Yeah, Bethany! Scheiße, guter Start. Ich hatte, glaube ich, irgendwie letzte Woche versucht, mit Bethany Greed Mode zu machen, oder? Und dann war ich irgendwann wütend und habe aufgehört. Also klassischer Donnerstag. So, ich muss mich ja nicht beeilen, ne? Wobei, ich könnte mich aber beeilen. Und dann können wir vielleicht irgendwas Cooles noch machen. Aber ich lasse mir Zeit. Ich glaube, ich lasse mir Zeit. Ich lasse mir Zeit, Leute. Wir machen einen ganz entspannten Run. Ich lasse mir Zeit. Ich mache alles richtig schön, gemütlich. Damit es auf jeden Fall ein erfolgreicher Run wird. Machen wir ganz entspannt. Außer ich finde gleich Schub der Wusch oder so. Dann racen wir. Schade. Erster Goldram, Schub der Wusch. Das wäre stark. Range down! Nice! Kein Damage, kein Tears. Und jetzt sogar noch im Nahkampf kämpfen müssen. Hallo! So, was haben wir hier so Schönes? Ankh. Wenn ich mit Ankh sterbe, ich werde als Poop wiederbelebt, ne? Der Sack ist cool. Kriege ich noch irgendwo so viel Geld her? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ja, okay. Ja. Soll ich direkt alte Vieren, Alter, meine Playstation aus dem Fenster werfen? Was ist das denn für eine dreckige Drecksscheiße? Ich glaube, Chat, wir werden mehr oder weniger gezwungen, The Poop zu spielen, oder? Einer ist weg. Ja, yeah, mit Blue Baby brauche ich ja noch Unlocks, deshalb... Ich habe überlegt, ob ich irgendwie was Geiles machen kann. Was Smartes machen kann.
irgendwie sowas wie den Schlüssel holen für Mega-Satan und dann nach der Lamp mich umbringen lassen und als The Poop Mega-Satan machen. Klingt das smart? Trash Game it is! Trash Game it is! Rock Bottom freischalten, Junge. Irgendwann müssen wir mal da dran. Irgendwann müssen wir mal da dran. Ja, Jakob Huso. Das wird ein Abenteuer, Chat. Und ich werde das nicht so wie auf meinem PC-Stand spielen. So cheaterig. Da werde ich das normal spielen, ne? Ich könnte eine Bombe nehmen. Und dann hoffen, dass hier irgendwie richtig viel Cash drin ist. Let's go. Cheaterisch. Ja, ich habe auf PC ein bisschen gecheatet, weil ich einfach ein geiler Typ bin. Nee, Mann, ich habe mit zwei Gamepads gespielt. Wenn du ein zweites Gamepad anschließt. Nightworthy, dankeschön für 55 Monate. Wenn du ein zweites Gamepad anschließt, dann kannst du mit dem zweiten Gamepad den anderen Hurensohn steuern. Hurensohn einfach. Kannst du den anderen steuern. Und du bringst einfach dich mit dem anderen um. Und dann ist er ein Geist. Und du spielst die ganze Zeit nur den einen. Und dann spielst du quasi einen Charakter. Das geht ja. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gepatcht wurde, aber so habe ich alle meine Jakob Huso Marks gemacht. Ist halt ein bisschen ätzend bei so großen Räumen, weil wenn du zum Beispiel einen XL-Raum hast, dann zieht die Kamera nicht mit. Dann bleibt die Kamera auf dem Geist fokussiert und du musst dann halt irgendwie mitbewegen. Dann habe ich das oft so gehabt, dass ich das Gamepad auf dem Boden gehabt hatte oder so und dann mit meinen Füßen den Geist hinterhergezogen habe. Hast du das nicht anders hingekriegt? Wahrscheinlich hätte ich das anders hingekriegt, aber ich war so genervt und so hasserfüllt, was diesen Charakter angeht. Ich wollte nicht mal anders probieren. Und hier werde ich das ja nicht so machen. Hier werde ich das wirklich ganz normal legit machen. Also es ist an sich kein Cheat. Du brauchst ja dafür nicht irgendwie eine Mod, eine Software oder so. Es ist ja eigentlich intended auch mehr oder weniger, aber ich habe mich schon ein bisschen ranzig gefühlt. Als hätte ich mich selbst angelogen. Was ich sonst niemals mache. Ich bin immer ehrlich zu mir selbst. Ja. What? Vielleicht werde ich ja jetzt, wenn ich mich damit arrangiere, dass ich Jakob Huso ganz normal spielen muss, vielleicht werden sie mir doch gefallen. Vielleicht werde ich meinen Gefallen darin doch irgendwie finden. Weil ich habe mich ja nie damit so krass auseinandergesetzt, sondern super früh direkt aufgegeben und quasi gecheased, ne? Redemption Arc, ja. Ich werde einfach Main. Jakob Main. Ah! Ui, nicht so schreien. Er hat ein Feuer getroffen. Schwanzgesichtiger Schwanz. Du musst dein Herzvisier öffnen. Ja, mal schauen. Also momentan ist mein Stand, ich möchte auf keinen Fall Jakob und Huso irgendwie nur in der Nähe meines Herzens haben. Ist schon ein geiler Raum, ne? Ist vor allem ein richtig geiler Raum, wenn du versuchst, irgendwie schnell zu spielen, weil du irgendwie zum Boss Rush willst oder so.
Ist richtig geiler Raum. Whati? Aha. Run neu starten? Nee. Dann bin ich doch eigentlich erste Ebene? Nee, ich bin doch gar nicht mehr erste Ebene. Wir müssen Gamba starten. Ich vergesse es immer wieder. Ja, Ziel ist der Lamp Chat. Der Start ist auf jeden Fall nicht so vielversprechend wie beim letzten Run. Da war der schon am Anfang in den ersten zwei Ebenen schon sehr gut. Early Game war stark. Das frühe Spiel. Ich warte noch mal mit dem Boss kurz. Ich glaube, dieser Run wird hart. Es kann halt von einer Sekunde auf die andere alles sich ändern. Zum Beispiel da oben in Tinted Rock. Da könnte jetzt einfach... Ich kack mich ein. Da könnte jetzt einfach Small Rock drin sein. Ist aber nicht. Ja, jetzt habe ich mir meine Chance auf meinen wundervollen Angel Deal verkackt. Stark. Stark, stark, stark. Das war Sharp Charge oder so, ne? Ich glaube, wenn ich Schaden bekomme, kriege ich Aufladungen oder ich kann Overcharge oder irgendwie sowas. Oh, Lolite, Dankeschön für 12 Monate. Ein Jahr für Legende. Dankeschön. Volt ist ganz schön scheiße, ne? Also der... Also Volgen aus Metal Gear Solid 3 kann 1 Million Volt ballern. Judgment. Brauchst immer ein weniger? Klingt an sich interessant, ne? Wenn ich hier so auf Spacebar Item spielen muss, mehr oder weniger mit Bethany, ne? Aber der Secret-Raum kann gerade an so vielen Orten sein. Das ist ekelhaft, ne? Also hier kann er nicht sein. Hier links könnte er halt sein. Aber er könnte halt da oben auch beim XL-Raum sein. Probieren wir mal aus. Schade! Ah! Wolke hat Snake in den Schritt gefasst. Schon geiler. Treffen lassen. Ich habe immer noch 36%. Ich kann immer noch einen Angel Deal bekommen. Und dann könnte sich alles hier ändern. Wie damals mit Aang und der Feuernation. Angel Deal! Und sogar ein beschissenes Item hier. Stark. So, let's go. Wuppa! Oh, ich hab kurz Sacred Heart gedacht. Aber wir sind Damage ab, ne? Ich hab keine Bombe leider für die Engel. Ich hab kurz Sacred Heart gedacht. Scheiße, ey. Aber ist ja kein scheiß Item. Ich
muss halt, also muss ich nicht, aber es wäre vielleicht ganz nett, die Engel halt zu sprengen und die Schlüsselteile zu sammeln für Megasatan, weil, ne, ich könnte theoretisch dann am Ende mich killen. Und ich habe ja Ankh. Mit Ankh verwandle ich mich dann in The Poop, wenn ich sterbe. Und mit The Poop habe ich noch keinen Satan, Megasatan geschafft. Und könnte dann ein weiteres Checkmark holen. Das wäre so ein nicer Plan auf jeden Fall, wenn der aufgeht. Aber erstmal muss ich überhaupt irgendwie den Run hinkriegen. Das ist gerade eher so das Problem. Ich habe jetzt erst jetzt den Ankh-Joke verstanden. Ich bin so los. Wow. Aber du wirst mit 3 Soul Hearts wiedergeboren. Ja, aber was soll ich machen, ne? Also entweder das oder halt gar nichts. Ich kann auch einfach sagen, hey, ich gehe jetzt. Aber dann nehme ich mir ja selbst eine Chance. So. Ich meine, es ist natürlich dann für euch ein bisschen, ne? Für die Believer ein bisschen dann risky. Aber für mich ist halt, ich kann ja nichts verlieren dabei. An sich kann ich ja nichts dabei verlieren. Ich kann ja nur gewinnen. Aber ihr schon. Ihr könnt das verlieren. Eure Punkte. War auch richtig traurig, als ich festgestellt habe, dass der tanzende Isaac eine Mod für den PC ist. Hätte das im Basegame gefeiert. Meinst du, wenn man ein gutes Item findet und dann kommt die Persona 4 Musik? Ist schon somit die beste Mod. Ein Pil. Range down, perfekt. Du hast gesagt, dass ich ein Gewinner bin, deswegen glaube ich dir, dass ich sterben werde. War ich da drin? Ach, der ist dazu, ne? Ich könnte nie wieder ohne die Mod spielen. Das ist eine starke Mod. Hui. Hui. Bitte meine Flämmchen nicht kaputt machen. Wow! Mein Flämmchen lebt. Was ein toller Raum. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Spaß empfunden wie in diesem Raum gerade. Ekelhafte Maden. Ich habe keine Bombe, ne? Bei mir sind Münzen Lego-Stats und wenn man 99 Münzen hat, steht oben True Jedi. Was sind Stats? Lego-Stats. Und den True Jedi-Joke check ich nicht. Ey, Leute, ich habe ein Spacebar-Item. Da ist noch ein Spacebar-Item. Blank Car, oder? Hallo Monstro! Das ist eine gute Kombination? Irgendwie nicht, ne? Ich meine, ich kann es öfters einsetzen, aber irgendwie kriege ich kein Flämmchen dafür, wenn ich das einsetze. Er hat noch nie ein Lego-Game gespielt, Chat. Das stimmt. Halte ich mich auch fern davon. Doch, ich hab Lego-Spiel gespielt. Kompass? Als Kind, den einen auf dem Skateboard da, wo man so eine Stadt hat und dann musste man irgendwie so rumfahren. Aber du konntest auch selbst eine Stadt bauen. Und ich habe ein Bionicle-Spiel gespielt. Das ist ja auch Lego. Ah, lass alle Leben jetzt wegwerfen. So ein Bionicle Racing Game habe ich gespielt. Ja, ich glaube, das war so ein Pizzabote. Wow, gut. Gutes Game.
Also spielerisch auf jeden Fall eine Meisterleistung, die hier gerade an den Tag gelegt wird. Stark! Hey, lass den Run wegwerfen, oder? Brauchen wir nicht. Er nimmt den kleinen schwarzen Wurm anstelle den großen weißen Wurm. Den Scheiß ernst. Das war mein Flämmchen. Schade. Der ist sehr hungrig. Wow. Low stat up. Ist Tiers. Ui, nice. 0,5 Tiers. Stark. Ja. Ich hätte Lovers, Schmobbers. Ich brauche hierfür zwei Bomben, aber ich kriege ja wieder zwei Bomben, ne? Ja, hat sich gelohnt. Gamgroll, dankeschön für 17 Monate. Sei gegrüßt. So, Secret ist nicht hier. Secret ist vielleicht hier. Wo eigentlich neue Gamba? Du hast sie verpasst. Socken, schon wieder. Kann ich damit eigentlich in Curse-Räume reingehen, um den Damage zu bekommen mit den Socken? Die sind ja auch eigentlich Stacheln, ne? Glaub nicht. Aber es gibt ja so ein Item, wo du auch über Stacheln laufen kannst und dann darfst du ja, glaube ich, auch in den Curse rum reingehen. Oder ich verwechsel irgendwas. Dann gehe ich lernen tun. Ja, einfach nebenbei, wenn ich nebenbei Gamba schreie, dann schnell aufwachen. Nur Stachel auf dem Boden. Also, dass ich mich am Anfang beschwert habe wegen dem Range Down. Ich meinte, lieber Macmillan, ich meinte damit nicht, hey, bitte gib mir ganz viele Range Ups. Das meinte ich nicht, Macmillan. So sehr brauche ich sie nicht, okay? Ist echt nett und so, aber... Aber jetzt habe ich Mamas Unterwäsche und Mamas Schuhe. Noch ein Mama-Item und wir sind Mama. Ist doch auch was, oder? Es ist Missing Page, nicht Missing Poster. Oh Mann. Aber es ist mit einer Wahrscheinlichkeit, ist es ja ein Missing Poster, ne? Also Missing Poster, Leute, ist ein Item. Wenn man damit in einem Sacrifice Room stirbt, dann schaltet man einen neuen Charakter frei. So. Und dieses Item ist kein Missing Poster, sondern Missing Page. Und Missing Page ist irgendwie so ein Item, was irgendwie drei random Effekte hat. Und eins von diesen drei random Effekten ist das Missing Poster. Das heißt, ich könnte theoretisch jetzt zu so einem Sacrifice gehen, mich umbringen. Es sind vier random Effekte, okay. Mich umbringen und hoffen, dass der Effekt triggert. Wenn er nicht triggert, dann bin ich einfach umsonst gestorben. Wenn er triggert, bin ich gestorben. Der Run ist vorbei, aber ich habe einen neuen Charakter. Aber ich meine, ich brauche den auch noch nicht. Solange ich in The Greed noch nicht freigeschaltet habe, hier Holy Mantle, dass er mit Holy Mantle startet, der neue Char, der Lost, brauche ich ihn noch gar nicht, ne? So dringend brauche ich ihn noch nicht. Itchy Tasty, Tastes Like Burning. Angelic Spoils. Ja, bestimmt, das ist geil, Alter. Die Feder sieht special aus. Yo, wie er in mich reinfliegt. Instant. Wow, mein Devil, der Angel Demon ist weg.
Nimm doch nicht die Spinnen! Doch, die geben Flämmchen. Feder ist stark? Echt, was macht die? Junge, aus den Monstros kommen Zähne rausgeflogen. Das ist ja stark. Aus den Monstro-Flämmchen. Das ist ja mega cool. Ein Flämmchen weg. Da kommen so Zähne rausgeflogen. Die sind bestimmt voll stark. Du bekommst statt Schlüssel Angel-Items, also wenn du die Angel killst. Ah, aber ich brauche ja die Schlüssel eigentlich. Eigentlich. Damage up, HP up. Let's go, Run wurde aktiviert. Ich bin nun OP. Eingekesselt. Ah! Alle meine Flämmchen sind mit einem Hit weg. Dummes Drecksgame. Hast du Mega-Satan schon? Mit dir habe ich schon, ja. Ui, ein Geschenk. Ich mag Geschenke. Geschenke sind voll toll, ey. Dann fick die Schlüssel. Ja, aber... Mann, de Poop. Hast du den Plan vergessen? Hast du den Plan der Pläne vergessen? Den Ultraplan? Den superschlauen... Ah! Ah! Aber ich werde weder von der Feder profitieren, noch werde ich de Poop... mit dem Poop Mega-Satan besiegen, weil ich krieg's ja nicht hin, die Map hier damageless, den Run hier damageless zu spielen. Ich krieg's ja eh nicht hin. Also juckt, oder? Also Yuki, die juckt. Nice. Weggesmashed, die Boys. Hauptsache, ich hab Range, ne? Hauptsache, ich hab Range. Das ist das Wichtigste. So, suchen wir mal einen Secret-Raum, ne? Oh, den habe ich noch gar nicht gemacht, lol. Da ist der Secret-Raum. Ich wollte auch da schauen, da unten. Da ist er. Danke fürs Öffnen. Noch mehr Geld, stark. Wir haben einen Bettlerboy, bei dem ich was rausholen könnte. Mit 11 Münzen. Ich glaube, im Shop war auch nichts Interessantes drin. Ja doch, der Schatz, ne? Der One Piece. Hier. Hab's gefunden. Scheiße. Ja, das ist das eine Stück hier. Ich weiß nicht, ob ich noch so viel Geld bekomme. Ich bekomme noch so viel Geld. Okay, Geschenk-Chat. Da, wo ich es öffne. Zu dem passend kommt ein Item raus, ne? Also wenn ich im Secret-Raum das Item benutze, dann kommen Secret-Room-Items, ne? Und so weiter. Naja, 11% Angel-Deal. Ich denke mal, das wird sich nicht lohnen. Für Angel-Deal zu machen. Die gehen in den Secret-Raum, ne? Das wird geil. Da kommt jetzt irgendwie Rock Bottom oder so.
So, ist das hier so ein Item? Ist das hier so ein Item, wo man graben kann und dann kommt da was raus? Ist das... Also, ihr meintet ja, mit der Schaufel muss man so auf so Hintergründen graben. Dann kommen Dinge raus. Das ist eins, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wenn ich die Schaufel mitnehme, dann verlieren wir halt Monstro. Monstro ist cool. Aber die Schaufel ist an sich auch stark, ne? Ja, wir benutzen Monstro für den Bosskampf und dann hole ich die Schaufel wieder, okay? Ich krieg den Devil Deal? Guppi? Guppi Fortnite? Wenn ich halt was mitnehme, kriegen wir keinen Angel Deal mehr, ne? Und dann kann ich keinen Mega-Satan-Schlüssel sammeln. Und auch meine Feder nicht benutzen. Doch, wegen dem Buch? Nee. Ich nehme mir die Schaufel mit. Und ich will ja eigentlich entweder Schlüssel sammeln oder die Feder ausnutzen, die ich habe. Mit lange C? Mario? Ja, und der Devil Deal war jetzt auch nicht so stark, dass sich lohnt. Ich meine, ich mag Spectral Tears, aber 2 Bomben muss ich für den Pimmel verbrauchen. 2 Bomben muss ich für ihn verbrauchen. Chat, ich muss 2 Bomben für ihn verbrauchen. 2. Und dann habe ich 8 Münzen. Meint ihr, ich krieg mit 8 Münzen was von ihm? Was habe ich da oben eigentlich liegen gelassen? Vorhin habe ich mit weniger als 8 Münzen was von ihm bekommen. Und eigentlich habe ich meistens eher Glück bei ihm. Und ich vertraue auf mein Glück. Deshalb, wir schmeißen... Aber dann, wenn ich 2 Bomben weg habe... Ja, ich finde schon in der nächsten Ebene Bomben. Ich finde schon Bomben. Ihn. Hey, wir haben einen Schlüssel bekommen. Hallo. Ein Schlüssel. Ist auch nett. Ich habe Schlüssel. Das ist zwar ein teurer Schlüssel, aber ich habe Schlüssel. So, das ist ja Hintergrund, ne? Mehrmals in der... Papas langen Beine. Mehrmals in der Ebene die Schaufel benutzen, bringt nichts, ne? Bringt nichts, okay. Ja, außer ich kriege halt... Ne? Ich kriege hier... Ihr wisst schon, ich kriege die Geister. Die Wisps. Weil ich habe ja das Buch. Ja, man kriegt Wisps. Das ist ja auch not bad. Ja, yeah, da sind schöne lange Beine. Schön skinny. Ludovico! Let's go! Ludovico, run! Hui! Liebe Ludovico.
Nur meine Ludovico ist noch sehr, sehr langsam. Das war mein Angel Deal. Ja, ich denke, wir werden in diesem Run keine Angel Deals sehen. Ich habe ja die Feder, aber die bringen mir auch nichts. Und Omega Kekko, Dankeschön für 30 Monate. Hier, ne? Ui! Ich hasse Ludovico so sehr. Nee, Ludovico ist mega geil. Ich liebe Ludovico. Der Run ist nicht over wegen Ludovico, Alter. Der Run geht jetzt richtig los jetzt hier. Guck dir diese geilen... diesen geilen Gummiball da an. Diesen geilen Flummi. Ich hatte in dieser Ebene schon Crawl Space, ja. Bin ich gerade in die Stacheln gelaufen? Oh, das ist auch eine gute Fliege eigentlich, ne? Ich glaube, wir schmeißen die Feder weg, oder? I bring war. Ich habe keine Ahnung, wie viele Herzen ich habe, Leute. Ich verliere die ganze Zeit Herzen und sammle keine neuen ein. Der Fisch ist auch gut. Ich glaube, ich würde schon fast den Fisch eher mitnehmen. Ich habe Pillen gefunden. Leider kein Shop. Einzige, was mich an Ludo nervt, ist die Geschwindigkeit, mit der die Träne sich bewegt. Ja, du brauchst halt Shotspeed ab, dann ist die angenehmer. Ich glaube, Shotspeed war das, ne? Dann wird die schneller. Hä? Das ist irgendwo noch ein Gegner? Ach, da unten. Einziger Item, wo man sich über Shotspeed freut. Ich sag's wie es ist, ich fühle die Schaufel nicht. Es ist ganz nett, dass man pro Ebene dann Crawl Space hat, aber ich finde die ein bisschen overhyped. Ihr hypt die immer jedem Chat, wenn ich sie finde. War ja nichts, ne? Wir haben noch den Bettler, aber ich habe keine Ahnung, wie viel Herzen ich habe. Ja, Secret Raum könnte ich halt noch suchen gehen. Hier waren Steine vorher. Da geht auch nicht.
Hier waren ja auch Steine vorher. Vielleicht hier? Oh, wow! Der gefährliche Raum. Sieben Prozent für Angel Deal. 7% für Angel Deal. Wieso komme ich gerade in fucking Musik rein von Du hast den schönsten Arsch der Welt? Ich überlege gerade, die Fool-Karte mitnehmen. Boss machen mit der Feder. Wenn kein Angel Deal kommt, dann porte ich mich raus und leg die Feder wieder weg. Ist halt 7%, ich werde wahrscheinlich eh keinen bekommen, ne? Du hast den schönsten Angel. Wo ist er? Wo ist Kazooie? Ach, ich bin noch gar nicht in Moodys Ebene. Oh, ich dachte, ich bin schon Moody-Ebene. Oh. Bei deinem Glück ist 7,2% 80%. Ja, ich hoffe. Würde ich so nehmen. Ränk. Devil Deal. Ich habe 4,3% Devil Deal. Es kommt ein Devil Deal. Ja, Leute, Horn nehme ich mit. Oder ich nehme Horn mit. Scheiß auf Angel Deals. Scheiß auf die Feder, oder? Ich muss gerade irgendwie irgendwas mitnehmen, damit ich vorankomme. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das nicht schaffe. Also was ist jetzt der Plan? Ja, der Plan ist immer noch der Lamp eigentlich. Ist der damit geil, Chat? Buch und Pferd? Ist das geil? Aber mit der Schaufel können wir ja ein Crawlspace finden und im Crawlspace könnte dann ja auch ein richtig geiles Item drin sein, Alter. Hey Kid, was geht ab? Ich meine, wir hatten gerade einen Crawlspace Daddy Longlegs. Okay? Hat sich schon gelohnt eigentlich. Deshalb. Wir vertrauen auf die Schaufel. Hast mich gut imitiert. Planetarium. Wow. Bringt mir leider nicht so viel, ne? Bomben heilen mich jetzt. Brauche ich irgendwas geiles explodierendes. Der Streamer wusste halt einfach, was ich sagen würde. Gelesen. So Leute, Planetarium, Mars. Und dann am Ende sich beschweren, dass Mars scheiße ist. Ist das Mars? Soll. Dann soll es wohl so sein, dass wir es mitnehmen. Comedy Gott.
Hier wird Comedy geschrieben, Chat. Hier wird Comedy erfunden. Okay, Rainbow Boop könnte interessant werden. Das hält mich ja voll. Vielleicht finden wir irgendwo was, wo ich viel Herzen weggeben kann und dann heile ich mich wieder voll und dann habe ich keinen Minus geholt. Zum Beispiel können wir ja zwei Schlüsselteile holen, ne? Wenn wir einen Sacrifice Room finden. Und dann opfere ich alle meine Herzen, krieg zwei Schlüsselteile, bin einfach gottgleiches Wesen der Urnatur. Frau Urkraft. Und dann geht's ab. Was macht überhaupt Soll? Erfüllt das überhaupt seinen Soll? Ich habe actually keine Ahnung, was es macht. Yo, 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 lass alles einsammeln an Gegnern und dann Damage. Weil wir brauchen eh keinen Angel Deal. Wir spielen ohne. Nachdem man den Boss getötet hat, wird The Sun aktiviert und man kriegt, glaub, noch einen kleinen Buff. Okay. Das klingt ganz schön scheiße. Ey! Boah. Boah, gewonnen. Ich hab einen Fan. Und wir haben auf jeden Fall einen Sacrifice Room, Leute. Jetzt sollte ich auf jeden Fall nicht auf dem Weg dahin Herzen sacrificen. Kazooie? Ist beides... Ne, das linke ist ein Spacebar-Item, das rechte ist eine Batterie. Ich kann die Batterie mitnehmen. Ne? Feel lucky. Soll wohl nicht so gut sein. Ich kann die rote große Kugel steuern, ja. Das ist meine Träne quasi. Ich habe ein Item eingesammelt, wo ich keine normalen Tränen schieße, aber eine große Träne habe und die kontrolliere ich dann. Wenn du einen Boss killst, aktiviert sich The Sun. Du bekommst 3 Damage, 1 Luck, dein Active Item ist voll und alle Curse-Effekte werden entfernt. Ist das der Eraser so stark auf Bethany? Ist das so? Drop ich dann Radiergummis aus meinen Wisps? Priests? Emperor. Wir nehmen Lovers wieder mit. So. Ja, dann lass mal was sacrificen, ne? Was passiert? Ich bin dumm. Lol. What the fuck? Okay, alle mitzählen, Chat. Eins. Zwei. Was kommt nach zwei, Chat? Genau, drei. Vier. Fünf. Sechs.
Ich wollte gar nicht hier hin. Sieben! Junge, meine Genki-Dame, Alter. Ich könnte noch einmal opfern und dann Rainbow Poop holen. Aber ich habe unterwegs, dass ich so an Stacheln sterbe oder so. Wenn ich dann mit einem halben Herz hier entlang laufen muss. Stimmt, ich kann mich mit Bomben heilen. Du bist so smart. Ich hab doch Pyromaniac. Pyrogin. Wo bin ich stehen geblieben, Chat? Bei 8, ne? 8! Nein! Oh, ich habe meinen Ball verloren. Wie weit darf ich gehen? Zehn! Bei 12 ist Gefahr, ne? Sollte ich nicht machen. Elf. Jetzt die Feder haben, ne? Geil. So. Hatte ich noch im Shop irgendwas Tolles gehabt? Nee, da war nur der Razer, ne? Und ich habe auch keine Donation Machine. Bei 12 ist Gefahr. Bei 12 besteht eine 50-50 Chance, dass du direkt im Darkroom landest. Und da wollen wir noch nicht hin. Das ist zu früh. Also Darkroom ist halt eine Ebene. Also theoretisch könnte ich doch auch... Ich habe ja viele Bomben, Leute. Damage mich mal kurz auf ein Herz. Und dann öffnet sich ja hier diese Tür. Dann gehen wir da rein. Ist nur ein HP ab. Aber ist gut, ne? Halt mich das voll, Chat? Oder muss ich... Oder halt mich das nicht voll? Es halt mich nicht voll. Okay, dann bombe ich mich mal kurz. Ein paar Leben hoch. So, reicht. Eine Safety first und so, ne? Nicht, dass irgendwas schief läuft oder so. Ist es einfach nur irgendwie mein Gehirn, dass mir jemand einen Streich spielt? Und es gibt eigentlich gar kein einziges HP ab, was dich komplett voll heilt? Weil ich stelle mir immer diese Frage bei jedem HP ab. Gibt es überhaupt solche HP-Ups? Doch, gibt es, okay. Weil ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Vielleicht bin ich die ganze Zeit verwirrt. Die Impression. Okay. Loschke. Naja, let's go. What a horrible night. Die Hand.
Ui, die Hand. Ja, das wird wieder kein Angel Deal oder Devil Deal. So, und da ist jetzt The Sun aktiviert worden. Boah. Stimmt, The Sun bedeutet ja auch, ich heile mich immer voll. Ja, ist okay an sich, ne? The Sun. The Soul. Ist okay. Ist okay. Die Food-Items heilen in der Regel immer nur eins. Okay. So. Checken wir mal den Raum da. Solange ich noch full healed bin. Rüße! Ich weiß nicht, was jetzt hier als Dreck zählt. Ist das hier Dreck? Dreck, das ist Dreck. Schon wieder. Wie, wo Musik ist? Ton ausgefallen? Nee, ist doch alles da. Hm? Hast du aus Versehen M auf deine Tastatur gedrückt und alles gemutet? Junge, die patsche Händchen. Lol, dieser Raum zählt hier auch als Bosskampf. Soul wurde aktiviert, oder? Nee, doch nicht. Weil mein Schaufel war plötzlich wieder voll aufgeladen. Der Klopper dachte sich für einen kurzen Moment, wo ist die Musik? Wo ist sie bloß nur hin? Ah. Schade. Das war mein Angel Deal. Hui. Ich liebe dich, okay. Statement. Hä? Irgendwo noch ein Gegner? Ja, meine Ludo-Träne geht richtig ab. Die Effekte und so. Die sieht schon cool aus. Hater, wer Ludo nicht fühlt. Einfach schlechter Gamer. Einfach eine geile Disco-Kugel. Einfach eine geile Disco-Kugel. Ja, der musste jetzt unbedingt noch sein, die dumme Fliege. Ja, gucken wir mal rein, was es hier gibt. Bombe? Bombe. Gabi. Oh, das ist gut, oder? Das ist gut, Leute. Das ist doch gut, oder? Oha, das ist voll gut. Stephanie und Guppy ist stark. Ich verstehe noch nicht mein 4,5 Volt Ding nicht. Ach, okay. Ich krieg nur Aufladungen, wenn ich Gegner töte. Oder Gegner damage, ne? Ja, nur dann kriege ich Aufladungen. Ja, ist vielleicht nicht unbedingt gerade geil. Liegt halt an der Batterie, die ich vorher mir gekauft habe, ne? Ist vielleicht nicht Opti-Mopti. Normalerweise könnte ich dann in jedem Raum immer jetzt Guppys Kopf einsetzen, ne? Ist aber bei längeren Bosskämpfen dann ganz stark. Dann kann ich die ganze Zeit spammen. Lohnt sich halt bei normalen Räumen leider nicht.
Hey. Werden meine Wisps dadurch auch stärker mit dem Sing for my friends? Vor Explosion musst du nicht flüchten. Aber meine Wisps sterben doch trotzdem an der Explosion, oder? Und das sind meine besten Freunde. Das sind meine einzigen Freunde. Gut, lass uns abhauen. Vielleicht einen Lucky Secret Room finden oder so. Da sieht man. Ich habe jetzt schon zweimal im Bosskampf eingesetzt. Guppy's Head. Stark. Dreimal. Und viermal. Zweite Spritze! Eine fehlt mir noch, dann kriegen wir eine Spritzentransformation. Ja, weiter geht's. Das ist Shotspeed. Oh, tatsächlich. Die weiße Dinge ist Shotspeed. Jetzt fliegen meine Kugel schneller, meine Disco-Kugel. Aber immer noch nicht schnell genug. Ich brauche mehr Speed. Junge, wie oft das gerade getriggert wurde. Die Mauer. Aber wenn ich Poop bin, Chat, wenn ich mich jetzt in Poop verwandle, weil ich sterbe, wegen Ankh, behalte ich mein Buch behalte ich, ne? Das ist dann nicht weg. Buch ist dann weg? Meine ich. Ich glaube, ich scheiße auf deine Meinung. Ich behalte das Buch. Bist du doch nach Ankh nicht mehr Bethany? Ja, ja, aber das Buch kann man doch normalerweise auch als Item finden. Das ist ja nicht komplett Bethany exclusive. Aber hast du es aufgehoben? Nee. Ja und? Hä, wenn ich Judas bin und ich starte mit dem Buch. Und dann werde ich, sterbe ich und werde zu Poop. Dann verliere ich das Buch von Judas einfach? Delirium! Delirium, Delirium, das sind du und du und ich. Delirium, Delirium. Nee, Leute, ich will die 300 knacken. Aber wir müssen eh mit ihr noch Hasch machen. Und spätestens, wenn ich mit ihr Hasch mache, machen wir Delirium. Okay? Und ja, ich habe Ludo, genau. Ludo und Hasch, das ist keine gute... Das ist keine gute Sahne. Das ist eine verdorbene Sahne.
Hey Marie, was geht ab? Das ist nicht lecky. Das ist alles andere als lecky. Haben wir hier was Schönes drin? Wow! Coole Slot Machine. Wow. Charge Penny! Ui! Nice. Achievement. Sehr stark. Ich glaube, schaltet man frei, wenn man irgendwie dreimal von dem Bettler irgendwie was rausbekommt oder so. Aber nicht so stark wie du! Lüge. Exposed. Junge, diese Armee um mich herum. Das seid einfach ihr Chat. Und ich opfere euch alle. Boom. Ihr könnt euch einen von den kleinen Fratzen dort, die um mich herum fliegen, aussuchen und ihm einen Namen geben. Das ist der Neuer. Ey, noch mehr Geld. Cool. Ich bin der Rote. Die Münze. Mal gucken, wie lange du lebst. Oder? Den lieben wir. Ich hab doch Kompass. Wohin laufe ich gerade eigentlich? Komplett falsche Richtung. Wasagana, wakasa, aku, aka. Dafür, dass der rote, die rote Münze außen ist, lebt die ganz schön lange, ey. Okay, tot. Escape, du bist tot. Schade. Die sterben alle wie die Fliegen. Lol, das sind Fliegen.
Und die Sonne. Hier kommt sie. Okay. Schauen wir nochmal Secret Raum, ne? Ja, Sol ist doch. Ja, ich mag Sol. Es ist auf jeden Fall. Also, wenn du in einen Raum, in ein Planetarium reingehst und da liegt Sol, denkst du dir nicht, boah, geil, Sol. Aber dann denkst du, ja, ist ganz nett, ne? Kann man machen. Lol. Einfach gefunden. Lol. Ein Battleroni. Zum Glück lebt mein Blauer noch. Bestimmt lebt er noch. Ja, Leute. Okay, ich dachte, ich komme an die Milch nicht ran. Also was passiert jetzt, wenn ich der Poop bin, wenn ich sterbe als Poop? Was, ich verliere das Buch und ich werde wiederbelebt mit 3 Herzen. Urn of Souls. Neue Challenge. Das reicht nicht für Conjoint, ne? Ich hab sonst kein anderes Baby, ne? Also, Zombie-Baby ist auf jeden Fall geil. Nehmen wir mit. Den Rest lassen wir liegen. Ich hab aus Versehen meine Karte benutzt, lol. Ja, also an die Believer. Wird spannend. Also most likely wird das nach hinten losgehen, was ich jetzt geplant habe. Aber also für euch ist das natürlich dann doof. Für eure Punkte. Aber für mich jetzt so spielerisch gibt es halt keinen Nachteil. Aber für euch ist das halt höchst riskant. Der Brimstone, wenn du ihn 2x einsetzt, bekommst du einen Mega-Brimstone. Und wegen deiner Batterie lädst du ihn im Kampf auf. Also sagst du, es ist ein gutes Item, was wir nehmen sollten, bevor wir zu Poop werden. Ich kann ja vorher alles mitnehmen, weil ich, wenn ich sterbe, bin ich, habe ich eh nur 3 Herzen. Aber die Sache ist ja, die behalte ich überhaupt das Buch? Ah, ist egal, auch wenn ich das Buch nicht behalte, ist ja egal. Weil das mein Ding jetzt auflädt. Mein Spacebar-Item auflädt, liegt ja nicht am Buch, das liegt ja an meiner Batterie. Die ganzen Fliegen, Chat, ihr sterbt alle! Delirium? Nee. Delirium mit Ludovico? Nein. Warum will er so dringend sterben? Ja, wenn ich sterbe, werde ich wiederbelebt als ein anderer Charakter. Weil ich ein Item habe. Ankh. Und wir haben gerade auf dieser Ebene noch einen Boss offen, den ich machen könnte. Den es aber nicht bringt, ihn zu machen mit diesem Charakter. Das heißt, wenn ich sterbe und da ist ein anderer Charakter wiederbelebt werde, wird sich das lohnen, weil mit dem anderen Charakter habe ich den Boss noch nicht gemacht. Und wenn ich ihn dann schaffe, kriege ich halt eine Achievement. Ansonsten wäre der Run jetzt beendet und ja, ich könnte jetzt einfach den Run beenden und aufhören, aber dann würde ich mir ja diese Möglichkeit nehmen. Noch ein weiteres Achievement zu holen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die ganze Ebene durchgehen. Theoretisch können da noch ein paar Items spawnen, ne? Und ich muss noch irgendwie eine Quelle finden, wie ich mich töte. Weil mit Bomben kann ich mich ja nicht töten. Vielleicht finde ich ja gleich nicht mal eine Quelle, wie ich mich töte, Leute. Ne, ich habe Delirium noch nicht mit ihr. Aber Delirium mit ihr zu machen, ist noch beschissener als mit der Poop-Mega-Satan. Weil ich habe gerade Ludovico. Und Ludovico mit... Delirium mit Ludovico zu bekämpfen, ist halt komplett Schwachsinn. Ja, oder ich muss gleich in einem Raum gegen Gegner sterben. Wenn ich keine Stacheln oder Flammen finde. Jo, ciao, Sivo. Ja, den Brimstone holen wir uns noch. Das ist der Plan. That's the plan. So, okay, hier gibt's auch nichts. Irgendwie lohnt sich die Ebene gar nicht zu clearen, ne? Es droppt einfach nichts. Die pinke Kacke, da kann ich sterben, ne? Hier kann ich mich umbringen, in dem Raum. Ich glaube, die spawnt ja nicht, ne? Nee. Okay, dann haben wir unser Todesraum gefunden. Dann cleare ich noch, mit der Hoffnung, dass ich vielleicht noch irgendwie ein Item finde. Dann wird's nochmal spannend. Limonade? Limoneneis! Ja, leider nichts Tolles gefunden. Limoneneis! Da wird er aber einfach Dash geaktiviert. Okay, dann geben wir erstmal die Herzen alle aus. Die ich noch so ausgeben kann. Ich meine, bringt jetzt nichts mitzunehmen, ne? Bad PhD. Ja. Mal gucken, vielleicht werden wir in die Niggens kommen. In Delirium-Ebene. Wir haben ja immer noch 50% nach Megasatan für Delirium. Und dann mit The Poop und Ludovico gegen Delirium, Alter. Let's go. Shot Speed down. Nee, lass mal. Also ich habe jetzt zwar das Item, das mit schlechten Pillen ich Stats Boost bekomme. Aber Shotspeed ist gerade mit Ludovico so das Schlimmste. Shotspeed Down ist gerade mit Ludovico, glaube ich, so das Schlimmste, was ich bekommen kann, ne? Okay. Hey, hey! Okay, ich bin der Anki-Boy. Und ich habe mein Buch noch! Ich habe mein Buch behalten! Haha! Das wäre auch dumm, wenn das Buch weg wäre, Felix.
Okay. Let's go. Wünsch mir Glück, Chat. Und ID, was geht ab? Okay, mein Brimstone ist dicker geworden. Dicker geht nicht mehr, ne? Oho, Leute, damit Delirium ist ja free, oder? Das Ding ist so riesig, der ganze Raum ist gefüllt. Wenn Delirium kommt. Oh, ist das ein dicker LKW-Reifen, Junge. Oho. Er lebt ja noch. Okay, ist weg. Zu früh. Stirb doch bitte. Stirb doch bitte. Stirb doch bitte. Nein! Er ist auch gestorben! Wir sind beide gleichzeitig gestorben! Nein!